Hallo und herzlich willkommen bei den Goonies Lego Dimensions Let's Play. Neben mir der Drachenbursche. Neben mir der Len 16 und ich grüße heute nämlich den Giordano. Ich grüße die Lena Marie. Dann grüße ich die Maria, das klingt so ähnlich, die Maria. Und ich also die, nicht die Maria, nicht den Fußballer, sondern nur Maria, also die Maria. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ole! Das passt auch zum Fußball, den grüßen wir auch noch, den Ole. Einer dieser Goonies hat meine Jukebox kaputt gemacht, um Teile für irgendeinen Octoblaster zu bekommen. Irgendwie sowas in der Art. Lange Rede, kurzer Sinn, ich brauche eine neue Jukebox. Und die sollst du bekommen. Klasse, danke. Hoffentlich kann der Ether dieses Teil mal 5 Minuten lang in Ruhe lassen. Können wir mal kurz rausschauen, welcher rote Stein das war? Du musst mir helfen. Ich bin runtergefallen und hab Mikeys Torvorrichtung zerstört. Okay. Oh, das ist das Haus von denen. Genau, dies ist das Haus. Du gehörst nicht zu diesen Goonies, oder? Wer auch immer meine Wäscheleine als Seilbrücke verwendet, wollen wir den Multiplikator holen? Ich weiß nicht, ob der hier ist oder im Lego, Lego City. Du kannst mal gucken, hier, du kannst ja rausgucken. Rausgucken. Du kannst auf Extras gehen, da müsstest du zumindest dastehen, wenn ich mehr kaufen können. Glaube ich. Oh. Ja, Kit, hörst. Schatz vom Einäugigen. Ja, also wahrscheinlich ist es der mal 4 Multiplikator. Geh mal raus. Also nicht raus, sondern mal fortsetzen. Den kaufen wir dann, bevor wir in. 4x8? Meinst du, Chuck würde mir den. Den kaufen wir dann, bevor wir zu Lego City gehen, würde ich sagen. 4x8 ist übrigens. Das Gefängnisschild ist in diesem Feuer abgebrannt, das die Fratellis bei ihrer letzten Flucht gelegt haben. Und ja, das ist die Gelegenheit, schön zu renovieren. Na, dann renovieren wir doch ein bisschen. Danke. Oh, und wie sich herausstellt, war dieses Schild eigentlich ziemlich billig. Also haben wir den Rest für ein neues Sicherheits. Hey, du musst mir helfen! Ich bin runtergefallen und habe meine Vorrichtung zerstört. Das haben wir aber auch schon mal gehört. Ja. Hey, du musst mir helfen. Hey, hoffe, ihr seid bereit für mich. Hat das Wunderbombe schon mal gesagt? Ich meine, der Spruch ist neu. Ich hab Mikes Torfeinrichtung zerstört. Wie kommen wir da rein? Guck mal, da ist ein Totenkopf. Hier wird irgendwo ein Schatz sein. Ich hoffe, du hast nichts Illegales vor. Ich sehe dich genau. Okay. Wie gelingt es euch, zum Beispiel immer wieder zu fliehen? So, hier kommen wir nämlich rein. Vorausgesetzt, wir hätten Ethan hier. Wo ist denn Ethan? Ethan haben wir auch. Ein oder andere Quest schon mal machen. Ausgegangen. Machen wir einfach einen Part ungefähr in der Welt. Ich glaube, dann ist jedem gedient. Dann habt ihr ein bisschen die Welt gesehen. Lando meckert auch nicht zu sehr rum. Wow, war das knapp. Wow, der war sogar... Mist, der Strom ist ausgefallen. Jetzt kann hier jeder einfach reinmarschieren. Ach, richtig. Ich habe ja noch die gute alte Reservekamera und den guten alten Reservegenerator vergessen. Und das neue Lasergitter ist wirklich klasse. Da soll mal jemand dran vorbeikommen. Oh. Wen haben wir denn hier? Ah, Scooby-Doo kann sich verkleiden. Du hast meinen Ton wieder kaputt gemacht. Es tut mir leid. Immer noch nicht. Ah, das musst du selber machen. Das sehe ich. Ich kann es ja nicht hören. Darfst du dir selber zurechtfummeln? Na? So, wo muss ich denn hin? Einmal Scooby-Doo, einmal verkleiden. Jetzt stehen hier schon wieder zu viele Leute rum. Oh, ist das nervig. Das ist so nervig, wenn die Charaktere im Weg stehen. Fallen lassen. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist. Die Trickfallen, denen ich auf der Suche in den Höhlen ausweichen muss? Oder meine Frau, wenn sie es rauskriegt? So. Wie bist du hier reingekommen? Das System braucht wohl noch etwas Arbeit, was? Gemeines Sicherheitssystem, aber nicht gemein genug für uns. Hier kommen überall vorbei. Du brauchst langsam mal super, geil. Hey, was geht? Hast du kurz Zeit, deine Nee, das geht mit Finn. Zu begleiten? Nach Celine. Ich glaube, Supergirl kann man sogar einzeln gar nicht kaufen. Also außer bei eBay oder so. Und da halt nur zu horrenden Preisen. Horrende. Kann man noch irgendwo runter? Ah, ne, hier ist irgendwo was. Nichts ist trauriger als ein Leuchtturm, der nicht leuchtet. Aber muss man dich deshalb deiner Steinchen erleichtern? Müssen nicht, aber wir helfen natürlich gerne weiter. Danke. Jetzt zerschellen die Schiffe vielleicht nicht mehr an unseren Klippen. Oder noch schlimmer, stranden nicht mehr in einer Höhle, nur um Jahrhunderte später von einer Bande liebenswerter Rabauken entdeckt zu werden. So. Ja. Große Leuchte auf jeden Fall. Und Finn. Bleib mir was zum Aufbauen. Hallo, ich hau doch drauf! Hau fester, Len, hau fester! Hey,
musst mir helfen. Hä? Ich bin runtergefallen und hab Maikis Torvorrichtung zerstört. Du musst mir helfen. Hilfe. Ja, ich würde ihm ja gerne helfen, aber ich kann ihm nur helfen. Ich wollte ihm eigentlich gar nicht helfen. Ich wollte eigentlich nur... Irgendwo ist da jemand, irgendwas zum Reparieren oder so. Das wollte ich eigentlich machen. Karte. Ach komm, jetzt wirklich. Hör doch auf damit. Du musst mir helfen. Ich habe aus Versehen Mikes Torvorrichtung zerstört. Oh Gott. Schnell reparieren, bevor er es nochmal sagen kann. Hä, das ist weiter unten? Was soll das sein? Ich kann die Eiscreme von hier aus riechen. Noch weiter unten? Ach, hier unten ist... Oh, hier unten kann man die Höhle wieder rein. Ah. Das ist ein dunkler und trostloser Ort, findest du nicht? Oh, was wir brauchen, ist ein bisschen Unterhaltung. Nach allem, was ich durchgemacht habe, dachte ich, ich könnte mir wenigstens etwas Eiscreme gönnen, weißt du? Die Fratellis hatten ja alle möglichen Sorten im Gefrierfach. Mississippi-Schlamm, Trauben, Apfel- und Schokoladenexplosion und Pralinencreme. Okay. Aber die Polizei sammelt immer noch Beweise. Die haben mich rausgeschmissen. Aber ich hab's genau gesehen. Die wollen die Eiscreme nur selber essen. Bitte, du musst mir helfen. Nö. Danke. Los, gehen wir rein. Das wilde Piratenschiff wieder aufbauen. Ja! Ja, also. Alle Mann an Bord des Piratenschiffs. Tschu-tschu. Halt, das ist nicht das Geräusch, das Schiffe machen. Du weißt schon, was ich meine. So, wie komme ich jetzt hier raus? Piratenschiff! Ah, da bin ich wieder. Dran. Lass dich nicht erwischen oder sie schmeißen dich raus. Hast du es gesehen? Es wird mir nicht angezeigt, was ich drücken muss. Ja, weil meine Zwischensequenz läuft. Geil, geil. Oh. Ist doch super. Oh Gott. Einhorn Kitty! Oh, die Herren scheinen beschäftigt zu sein mit ihrem Eis. Okay. Oh, sieht sich einer diese Riesenspinne an? Nein, halt. Das ist nur der Schatten meiner Hand. Falscher Alarm, Leute. Na, Len. Wie schaut's aus bei dem Eisdiebstahl? Ich gebe mein Bestes und muss warten. Okay. Reicht dein Bestes? Natürlich. Ich hoffe doch. Das ist sogar relativ viel, was ich hier machen muss. So, geschafft. Geschafft. Ich habe nicht mal dafür was bekommen. Tipp, es war ein Bug, dass ich gerade nichts bekommen habe. Ich glaube, eigentlich sollte man dafür einen goldenen Stein bekommen. Ja. Hey, was machst du denn hier drin? Na los, verschwinde. Oh, Len. Ich wurde erwischt. Nein, Mr. Polyp. Hey, was machst du denn hier drin? Na Len. Los, verschwinde. Ich wurde schon wieder erwischt. Hey, du bist wirklich gut darin, erwischt zu werden. Aber ich bin auch nicht viel besser. Tja. Wenn ich jetzt einen unsichtbaren Charakter nehmen würde, würde das gehen? Wahrscheinlich schon, ja. Ich kann da nicht reingehen. Hey, was machst du denn hier drin? Na los, verschwinde. Hey, was machst du denn da drin? Scooby-Doo müsste doch noch irgendwo sein. Auf dem Ding gebrochen, oder? Ja. Such es weiter. Aber beeil dich. Mein Magen grummelt schon. Ich brauche diese Eiscreme. Was war das? Bill? Warst du das? Ich will nicht beim Len sein. Doch. Ein Schokostückchen. Wie bist du denn hier reingeraten? Hey, was machst du denn hier drin? Na los, verschwinde! Hat der Len sich schon wieder erwischen lassen? Du wurdest erwischt, was? Bitte! Du schaffst dem Licht aus dem Weg zu gehen, sehen sie dich nicht. Verkleiden! Scooby verkleidet sich aber gerade nicht. Oh nein, ich mach was ganz Böses, glaube ich. Haust irgendwas auf ihn drauf? Hab ich gedacht. Ich glaube, du musst es eher gefrieren oder so. Was machst du denn hier drin? Hä? Na los, du wurdest erwischt, was? Wenn du es schaffst, dem Licht aus dem Weg zu gehen, sehen sie dich nicht. Schön, dass alle unsere Charaktere hier sind. Na los, verschwinde! Lenz' Nerven liegen blank. So, jetzt bin ich hier. Ja. Und was soll ich jetzt machen? Noch seht ihr dich ja nicht, da kannst du vorbeigehen, oder? Ich glaube, du musst hochgehen. Leider ja, wenn ich da reingehe, dann bin ich erwischt. Ah. Sobald ich da reingehe, bin ich erwischt. Hier kannst du durchgehen.
Wo sind probier du mal. Wir sind überhaupt. Du wurdest erwischt, was? Hey, was machst du denn hier drin? Du darfst nicht da reingehen. Na los, verschwinde! Achso, man darf nicht in das große Ding reingehen? Genau. Boah. Ah, okay. Aus welchem Grund auch immer. Aber hier darf man durchgehen. Ja, man darf hier hinter den Teilen durchgehen. Aber das kann man darf irgendwie einfrieren, hingehen? Das Ding. Ah, okay, hier bin ich dran. Jetzt sieht er dich aber gleich. Das kann da nicht sein. Doch, immer. Aber es bringt halt gar nichts. Aber irgendwas kann man da bei dem Wasser. Wer konnte denn einfrieren? Das konnte doch auch irgendwer machen. Das konnte. Hat er nicht irgendjemand einen Eisstrahl oder sowas? Ah, das ist doch lange her, dass wir das Spiel gespielt haben. Kommt schon! Ich habe gerade nee, einen. Zane brauchen wir wahrscheinlich. Zane brauchen wir wahrscheinlich. Zane ist ja der Ice Ninja. Interessant. Ja. Bin ja mittlerweile. Nicht irgendjemand meine Dienste? Ninjago-Experte. Okay, Zane kann aber auch irgendwie hier kein Eis hin. Ich glaube, das ist gerade ziemlich verpackt. Schokostückchen! Hey, was machst du denn? Kann man das abbrechen, die Mission? Ja, ja. Hier drin. Okay, und wie? Na los, verschwinde! Aber wieso dreht er... Erwischt, was? Wir müssen da noch raus. Nicht aus dem Weg zu gehen, sehen sie dich nicht. Ich muss nur durch zur Tür gehen. Ah, zur man Tür. Könnte... Okay. Genau. Ja. Definitiv raus hier. Dann gehen wir wieder rein. Warum? Weil es gerade verpackt war, glaube ich. Nein, ich bin schnell weg! Gibt's auch Sachen, die oh, da vorne kann ich noch was reparieren. Ich repariere da vorne mal was. Hey, boah, was machst mich. Du denn hier drin? Wie soll das gehen? Na los, verschwinde! Wie soll... Was machst denn du hier drin? Schon wieder geschnappt? Kein Problem, versuch es weiter. Ein Schokostückchen! Wie bist du denn hier reingeraten? Hier ist jemand, das bitte zu verstehen hier? Hier ist jemand, mit dem ich reden soll. Ah! Hey, was machst du denn hier wahrscheinlich, drin? Oder? Na los, verschwinde! Jetzt verschwinde doch, Len, Mensch. Wenn das dir doch sah. Kein Problem, versuch es weiter. Aber beeil dich. Im Magen grummelt schon. Hey, was machst du denn hier drin? Los, das ist der Running Gag. Len, was machst du denn hier drin? Hey, was machst du denn hier drin? Wirklich gut, Alarm. Aber ich bin auch nicht viel besser. Hört mir denn die hier? Okay, gut, dann rede ich halt nicht mit ihr. Wenn das Ding mich nicht lässt. Ich hab mal wieder Bock auf eine Flugmission. Suchen wir mal ein Flugrennen. Weil ich glaube, von den aufgebaut haben wir, glaube ich, alle, die es hier gibt. Ich kann hier reingehen. Da ist ein Flugrennen. Schön, dann lass uns mal fliegen. Hopp. Und los geht die Action nach unten. Nein, nach unten. Nach unten. Nein, nicht nach unten, auch wenn ich dreimal durchfliege. Nein, das war eine kurze Action. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Schade, ich habe gedacht, ich kann da so schön durch... Aber nochmal... Einmal wieder auf jeden Fall noch probieren. So, neuer Versuch. Diesmal schaffen wir es auch da durchzufliegen. Ach, da war davor noch einer. Ah. Den ersten habe ich nicht gesehen gehabt. Na los, verschwinde! Sie haben dich schon wieder geschnappt? Kein Problem, versuch es weiter. Aber beeil dich. Mein Magen grummelt schon. Ich brauche diese Eiscreme. Die Eiscreme wirst du nie bekommen, ne? Oh, 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 oh. Len gönnt hier keine Eiscreme. Ich hätte es liebend gern gemacht, aber hey, was machst du denn hier drin? Hey, Len, was machst du denn hier drin? Ah, Kamera. Ernst? Wie gelingt es solchen Trotteln immer wieder zu fliehen? Hey, Jake, wieso gehen wir nicht... Oh. Entschuldige, falscher Hund. Schön, den haben wir noch nicht gehört gehabt. Es gibt tatsächlich noch ein paar neue Sprüche. Ich bin ein bisschen begeistert. Vorne ist auch schon das Ziel. Ich glaube, eine Minute war das Ziel, oder? Jawohl, das schaut gut aus. Sehr gut. Genau. So, schauen wir mal, was wir sonst noch... Wie gelingt es solchen Trotteln immer wieder tun können? Ich glaube, darf noch ein Rennen. Ich will noch ein Rennen machen. Rennen sind cool. Ups, wo ist denn das Rennen? Ist da unten, oder? Nee, es ist weiter oben angezeigt. Irgendwo an der Kante muss das sein. Angeblich ist ja noch irgendwo ein Rennen gewesen. Ich habe es also nicht, komischerweise nicht gesehen. Ernst? Wie gelingt es solchen Trotteln? Oh, dann halt nicht. Dann halt nicht. Mei. Ist heute wie süß. Hier geht's ganz ab. Oh nein. Raus. Ja. Gott.
Ich dachte, da ist so ein schönes Gebäude, da ist was drin. Hey, was machst du denn hier drin? Raus mit dir. Dann geh mal in das Haus rein. Da geht's hier mehr zu. Ach, falsches Haus. Ich will nicht wieder darunter. Vielleicht ist es besser, wenn dieser Boden. Hast du hier schon? Nee. Was? Ach, das sind die Minimodelle. Die kannst du dir da auswählen und anschauen, die wir da alle schon gesammelt haben. Oh yeah. Im Laufe der Zeit. Mittlerweile und haben wir. Das Wichtigste, was wir natürlich haben. Die Goodies. Normalerweise kann man auch immer noch was machen auf denen, irgendwie die fahren oder sowas. Ja, aber das ist an einer anderen Stelle. Achso, das ist nicht hier. Scheinbar. Schade. Schauen wir mal in das Haus hier. Oder sie waren so faul und haben das nicht mehr gemacht. Wo kommen wir denn hier rein? Hä? Irgendwo kann man hier rein. So gehörst du zu diesen Bonis, oder? Wer auch immer meine Wäscheleine als Seilbrücke verwendet, mit dem habe ich ein Wörtchen zu reden. Na dann, rede doch mit mir. Wer ist da? Tut mir leid, ohne meine Brille kann ich nicht sehen und die habe ich vorhin in der Höhle verloren. Ich wollte mir eigentlich gerade Mut zusprechen, diesen Brunnen runterzuklettern und sie zu suchen, als du aufgetaucht bist. Ein paar der anderen haben da unten auch ihr Zeug verloren, also wollte ich alles aufsammeln. Könntest du mir helfen, danach zu suchen? Es würde mir auch besser gehen, wenn ich an diesem gruseligen Ort etwas Gesellschaft hätte. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich helfen wir dir dann. Na gut, zuerst müssen wir rausfinden, wie wir diesen Brunnen öffnen können. Da drüben sollte es etwas geben, was zu gebrauchen ist. Meinst du, du kommst dahin? Nein. Na gut, das wird überhaupt nicht funktionieren. Ich brauche deinen Charakter. Dankeschön. Weil du hast nämlich ein Schwert, mit dem ich da runter kann. Finn hat nämlich ein praktisches Schwert. Aber du bist eh schon bei mir. Schau mal bei meiner Mom vorbei. Sie macht mich sonst so. Ja, du musst dich da durch. Hey, ich habe ein paar Informationen gefunden, die vielleicht helfen können. Du kannst mir einfach später danken. Immer wieder gerne. Zieh doch dran. Einfach kreis. Ja, hab ich. Spiel war kurz dagegen, dass ich das mache, aber irgendwann das hat gesagt, das hat geholfen. Okay, nach dir. Ups, ich war mit runter. Da machst du schon rein. Bin ich schon. Dieser Ort ist genauso gruselig, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Beeilen wir uns und finden die Sachen, damit wir von hier verschwinden können. Ach, da sind wir. Da ist was. Frage nur, wie wir da reinkommen. Nicht so einfach wie erhofft. Der Weg ist versperrt. Hier. Da oben ist. Ah! Ich glaube, das hier kann der Wonderwoman machen, oder? Zurück! Ich erledige das! Aber Wonderwoman weigert sich, das zu machen. Aber sie ist stark und sie kann fliegen, also eigentlich müsste es Wonderwoman machen. Von der Logik her zumindest. Aber irgendwie. Okay, ich leg mich mal da rum. Kommt man denn da rein? Warte kurz. Ich mach dir das kurz auf. Bleib mal unten. Ja, ich bin unten. Ich mach's dir kurz auf. Das ist eigenartig. Diese Plattformen scheinen nirgendwo hinzuführen. Haben wir was verpasst? So, jetzt fliegt er hoch. Muss ich mir das schon wieder selber aufmachen hier, Len? Ah ne, da kriegen wir das Gebiss da oben, glaube ich. So. Einmal ziehen, Wonder Woman. Oh, das sind die Backenzähne des Teufels, die Data verloren hat. Dem Kleinen muss ich's lassen. Er ist ziemlich klug, wenn es um Erfindungen geht. So, damit hat er schon mal immerhin etwas gefunden. Aber wie wir da reinkommen. Ah, da ist irgendwo so eine. Da muss irgendwo eine Luke sein. Von einem kleinen Charakter. Nein, nicht Luke, Luke. 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 Du bist unter Wasser. Ja, Wonder Woman kann auch unter Wasser. Ja, dann warte ich halt. Immer wieder gerne. Und die schießt uns jetzt da vielleicht sogar auf. Wäre natürlich mega praktisch, wenn das funktionieren würde. Hast du das getan? Ja! Oh yeah. Mal schauen, wie man das springt. Auf jeden Fall bringst du uns eine weitere Sache, die wir suchen mussten, nämlich Rays Brille. Eine Brille. Nein, das ist nicht Rays Brille. Ist das meine Brille? Sag es mir, wie kaputt ist sie denn? Ich bin es leid, nur noch bunte Schemen zu sehen. Boah, sie sah eigentlich ganz okay noch aus, die Brille. So. Ich glaube nicht, dass ich da durchpasse. Ein Kind könnte. Autsch, das hat sich. Hast du Mikes Asthma-Spray gefunden? Ich hab's Asthma-Spray. Er wird sich sicher freuen, das zurückzubekommen. Vor allem dann, wenn er Andy nochmal küssen will. Was auch immer das ist. Ich aktiviere mal unsere Kanone hier. Wenn ich hier schon dabei bin, feuern wir mit ihr. Ah! Könntest du vielleicht.
vielleicht warten, bis wir die Höhle verlassen haben, bevor du damit beginnst, sie einzureißen. Okay, ich glaube, das ist alles. Na los, verschwinden wir von hier. Und tschüss. Und tschüss. Hat beim letzten Mal auch geklappt. Quest ist abgeschlossen, oder? Ja. Ja, wir wollen trotzdem verlassen. Okay. Okay. Hä, und wieso haben wir jetzt das Eis? Tut mir leid, ohne meine Brille. Ein paar der anderen haben... Nein? Und die Mission hat wieder nicht gezählt, weil wir rausgegangen sind, oder was? Oh, nee, gute Mensch. Aber wir haben das Eisteil gefunden. Das Eisteil haben wir gefunden, das war wohl auch in der Höhle. Ja, wow. Schleich dich dran vorbei. Wow. Dann bringen wir mal dem anderen Typ noch sein Eis zurück. Ja, ich flieg schon. Hä, warum ist da ganz hinten was angezeigt? Da! Ist denn hier was angezeigt? Außerhalb der Welt. Ganz unten. Das ist außerhalb der Welt. Das ist ungefähr da. Was soll denn da sein? Das Eis? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Ich auch nicht. Ich hab nicht die geringste Ahnung. Hallo, ich will mit dir reden. Ich hab dein Eis. Hey, was machst du denn hier drin? Weißt du? Na los, verschwinde. Okay, wir verschwinden. Gut, wir verschwinden. Gut, und weg sind wir. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Und möge Chase McKay mit euch sein. Mit dem werden wir nächstes Mal nämlich aufbrechen in die Lego City Welt. Servus. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.